Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Mein Freund der Pirat, ein neuer Kinder-Jugendfilm aus Holland oder aus den Niederlanden. Sehr interessantes Ding geworden. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Ah, Nachbar! Was hältst du von unserer Kanone? Eure Kanone? Warum feuerst du eine Kanone ab? Als Wecker! Das solltet ihr hier echt nicht mehr tun! Jetzt sind alle wach. Dafür sind Wecker doch da. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Martin. Der lebt mit seinen Eltern in Sandberg. Und das ist ein kleiner, verschlafener Ort, wo eigentlich nichts passiert. Sein bester Freund ist weggezogen. Und irgendwie ist es schwierig für ihn, Freunde zu finden. Als dann aber nebenan die Donnermanns einziehen oder ja, sich eher mitten auf der Straße platzieren mit ihrem Schiff, sind plötzlich Piraten in der Nachbarschaft. Und das findet er natürlich auf der einen Seite etwas beängstigend, aber auf der anderen Seite freundet er sich dann auch mit dem Sohn der beiden Piraten an, nämlich Billy. Und ja, so beginnt eine neue Freundschaft und natürlich gibt es auch ein paar Probleme, denn ja, eventuell tauchen auch noch ein paar andere Piraten auf. So viel kann ich schon mal verraten. Das Ganze ist ein schöner, netter Kinderfilm geworden, der keine Cringe-Dialoge hat. Das ist immer so, dass ich sage, ey, das funktioniert gut. Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, wie das sowohl für ein junges Publikum als auch für ein älteres gut funktionieren kann. Die Dialoge müssen nicht vereinfacht werden. Das funktioniert insgesamt so, dass jeder da mitkommt und es einfach Spaß macht. Es gibt schöne Momente. Das Ganze ist von der Erzählweise her so, dass es auch mal ein paar ernstere, kleinere Sachen gibt. Aber im Grunde ist es eher ein Spaß für groß und klein sozusagen. Einige sehr lustige Momente, der Film nimmt sich nicht zu ernst, hat mir gut gefallen, 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel, da muss man sagen, ich kenne persönlich keinen vom Cast, aber die liefern alle gut ab. Die Jungdarsteller sind teilweise auch recht neu in der Branche, aber da gibt's nichts zu meckern, auch die deutsche Synchro ist soweit in Ordnung. Das ist insgesamt alles gut geworden, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich zur Technik und ich muss sagen, klar hatten die nicht das Riesenbudget, aber da haben sie einiges rausgeholt. Der Film sieht insgesamt solide, okay aus. Die CGI-Effekte sind manchmal nur okayisch, aber das passt irgendwie in diese Welt rein, dass plötzlich Piraten in den Niederlanden irgendwo in einem kleinen Ort auftauchen. Das ist irgendwie lustig und es funktioniert insgesamt so auch ganz gut. Dementsprechend da 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Mein Freund der Pirat ist ein schöner Kinderfilm geworden, den man sich auf jeden Fall mit den Kids im Kino anschauen kann oder mit den Jugendlichen. Also der ist wirklich für so eine Altersgruppe, sagen wir mal bis zu 14, 15 funktioniert der, glaube ich, relativ gut. Und die Erwachsenen finden es wahrscheinlich auch, also ich fand ihn auch unterhaltsam. Jetzt nicht den Überbringer, aber er ist solide und es gibt keine Fremdscham-Momente und das ist das Wichtigste. Dementsprechend 3 von 5 Punkten von meiner Empfehlung her. Insgesamt dann auch 12 von 20 Punkten. Solider, guter Film geworden, kann man sich auf jeden Fall im Kino anschauen. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!